Okay Leute, weiter geht's mit PlayStation Move Heroes. Ich zeige euch erstmal, wie ich den Bolt mit Dexter eingesammelt habe, von dem ich letzte Folge sprach. Leider ist meine Fernbedienung und der Akku bald zu Ende, also wundert euch nicht, falls ich nicht mehr reagieren kann. Was mich ein bisschen ärgert ist, ich wollte mit Sly den Bolt einsammeln, der war allerdings nicht ganz so leicht. Ich weiß, wo der ist, also ich werde den noch einsammeln, dann werdet ihr das noch sehen. Jedenfalls machen wir jetzt weiter in Vergnügungsviertel in Haven City und gucken wir mal. Zerstörung, wer hätte es gedacht? Und dann nehmen wir Dexter. Weil das so ein Erfolgserlebnis war, mit den Bolt in Metropolis einzusammeln, ja. Schießt das Geschoss des Schrecken. Ach, ich habe keine Lust. Oh ja! Was? Okay, Käfige. Vier Käfige. Bronze. Finde und zerstöre Rebel-Käfige, bevor die Zeit abläuft. Na, das kommt uns aber bekannt vor. Batman. Okay, oh nein. Verdammt, jetzt muss ich hier wieder. Das mag ich nicht so. Es ist zwar sehr schön, aber ich verrenke immer meinen Arm und das ist nicht so Sinn des Spiels hier, ja. Turbo? Nein, das kann ich erst recht nicht gebrauchen. Verdammt. Na, hier werde ich mich doch wieder dumm anstellen. Na gut. Einen Wesen einsammeln, damit ich nicht ganz so blöd dastehe. Was natürlich auch sehr praktisch ist, wenn man immer hier nach Zeit guckt. Kann man immer gebrauchen, weil ihr seht, 40 Sekunden ist nicht gerade viel. Erst recht nicht, wenn man 10 Wibble-Käfige zerstören muss. Und darum werde ich mal versuchen, es doch noch hinzukriegen. Und den Multiplatzi. Otz! An die Wand! Okay, aber nee, ich dachte, da stand jetzt Silber. Dabei habe ich nur eine Scheibe eingesammelt. Ruhig, da, Zeit, gut gebrauchen. Ah, Mist, aber an der Wand fliegen ist auch blöd. Zack! Übrigens habe ich den Fehler gefunden vom letzten Mal. Man muss natürlich auch die T-Taste gedrückt halten, um die Frisbee-Scheibe abzuschießen. Ui, na wo sind die denn? Komm, da hinten sind zwei, die schnappen wir uns. Hoch hier. Ach, was? Ey. Also so blöd kann man nicht dran vorbeifliegen, oder? Oh, nee, den kriege ich nicht mehr. Nein, nein, nein. Oh, ah, ui, ah, ah, scheiße. Ach, Mann, ey. Ich sehe schon wieder, komm, Bronze erhalten. Aber komm, die Zeit. Ey, ich fliege an die vorbei. Okay. Ganz ruhig, ey. Au. Ey, ich bin noch da. Cool. Ey. Okay. Da um Zeit. Okay. Man muss einfach ruhig bleiben. Ganz ruhig. Ruhig bleiben. Junge. Ruhig bleiben. Du. Was? Keine Scheibe mehr. Verdammt. Dieses eine kleine Scheißding, ja. Diese kleine Kante da. Kann doch nicht sein. Oh, ich habe mich natürlich über die ideale Stelle ausgesucht, um eine Frisbee-Scheibe abzuschießen. Ey. Nein, da. Ey, wer hat das blöde Gitter dahin gemacht, ja? Wer? Spring doch da mal runter. Oh, da sind die. Die Frisbees auch noch so weit entfernt hier. Okay, wir gucken nach Zeit, wir gucken nach Zeit. 17 Sekunden. Da, Zeit. Bitte, bleib bei mir. So. Was? Ich habe doch Zeit eingesammelt. Komm, den schnappen wir uns doch da, den einen. Scheiße. Nein. Oh. Ja, schön, weil ich ja auch noch drei Käfige eingesammeln kann. In 3 Sekunden. Na gut, für jeden Käfig eine Sekunde. Also es ist machbar. Naja, Bronze, was soll's. Jedenfalls schaffen wir es ja immer wieder, wenigstens Bronze einzusammeln. Was dazu führt? Der Industriesektor. Cool, da ist doch auch die Bar, oder? Kann das sein? Weiß ich gar nicht. Und mal wieder was mit die Peitsche. Juhu. Okay, nehmen wir Jack. Okay, los geht's. Der kennt sich ja mit Peitschen aus. Also, in diesem Spiel. Naja, was soll's.
Also wir haben jetzt inzwischen alle Spielarten gesehen und sie werden sich lediglich noch ein bisschen ausarbeiten. Peitschen ist auch wieder so eine hektische Sache. Ich muss da mal das Mikrofon ein bisschen... Ja, so vielleicht. Das könnte jetzt wieder hektisch werden. Die Größe eines Helden wird an vielem gemessen. Der Länge seiner Nase... Hey, da ist Dexter! Am als Teufel, cool. Seit wann steht der denn da in Haven City? Wie gut beschützt er kleine grüne... Na gut, das hier gibt's nicht in Haven City. So, was muss ich machen? Beschützen. Die Wirbels beschützen. Okay, das ist eine andere Art von Peitschen. Erwarte deine Vernichtung. Aber das hier ist natürlich cool. Oh, hier, Bunch. Oh, ich habe ja gar nicht meinen Wegwerf. Fernbedienung, Wegwerfschutz. Oh, schnell! Sie wollen uns an die Wibbles gehen. Lass du das sein, sag mal. Haha, was steht hier so dumm rum hier? Könnt gleich abtreten hier, die Grimsen gerade. Gleich kommt wieder der Baron hier. Und dann ist das wieder. Aber ich muss sagen, gut, man sieht jetzt nicht wirklich, dass man im Weltraum sich befindet. Ansonsten sieht das hier eigentlich schon ziemlich nach Haven City aus, ja? Was jetzt? Boss? Nee. Ich dachte schon. Okay, da wird uns... Ey, komm, lass uns mit einem Grave-Zoomer fahren. Geht das? Kapsel, nein! Lässt du die Kapsel in Ruhe, Junge? Kapsel in Gefahr! Wo ist denn die Kapsel? Ey! Lass das! Zwei Kapseln übrig! Was mache ich eigentlich jetzt hier mit den. Warum drücke ich da eigentlich drauf? Steh ich nicht. Komm, Zeit für ein Special! Haha! Was für ein Talent! Achso, da lässt sich bloß Bomben runterfallen oder wie ist das? Naja, was jetzt? Achtung, die Kapsel ist in Gefahr. Wie kannst du das? Ah, ich schnappe erstmal den Multiplati. Weg hier. Okay, wieder eine Kapsel in Gefahr. Bist du das, mein Freund? Jetzt muss ich dich hier durch die Gegend werfen. Na gut, würde ich sowieso machen. Okay, ihr habt mich zu lange gereizt. Zeit. Achso. Ein bisschen cool wäre, wenn man hier noch ein bisschen rennen könnte in das Spiel. Aber, naja, brauchen wir nicht unbedingt. Hey, da hast du mich gehauen, ja? Ey. Geh zur Mutti. Der, hier auf dem Schrottplatz, ja. Was rede ich für Zeug? So, was? Jetzt schießt du doch noch auf die Kapsel. Na, das geht ja gar nicht hier. Was? Oh Mann, ich hab die Kapsel. Ich hab die Kapsel verloren. Nein. Das Herz eines Löwen, die Flinkheit einer Gazelle, der Gefühl eines Siegers. Oh, was? Ach du Scheiße, was ist denn das? Verdammt. Hey, den kennen wir doch auch. Der ist auch Sly. Und der will uns an die Wäsche gehen. Okay. Achso, Mensch, wo ist denn der Drückknopf hier? Mann, das wollte ich für den anderen aufheben. Verdammt. Ey, Boss, wo bist du? Oh, jetzt habe ich gegen die Spinne gehauen. Gegen das Netz. Mann, verdammt. Zu kotzen. Okay, Leute. Wie der Jack hier sich, wie er seine Niederlage akzeptiert, das seht ihr in der nächsten Folge. Und diesmal, in der nächsten Folge, ist der Jack so richtig wütend, ja? Er schlägt alles kurz und klein, besonders diesen, dieses Wildschweinvieh, das wir aus Sly Raccoon 2 kennen. Okay, Leute, es muss erstmal Schluss für heute sein. Ich muss morgen früh wieder raus. Bis dann.